Umringt von Weingärten und Natur pur liegt das beschauliche Gut Oberstockstall an der Wagramer Weinstraße. Die mächtige Hauskapelle, deren Grundmauern auf das 12. Jahrhundert zurückreichen, ist genauso wie auch der malerische Innenhof und das angeschlossene Restaurant beliebte Hochzeitskulisse. Fritz Salomon, Gutsherr, Landwirt und Winzer, erzählt über das geschichtsträchtige Gemäuer. So, jetzt neben mir der Gutsherr vom Gut Oberstockstall, Fritz Salomon. Fritz, ein schönes Haus, traditionsreiches Haus. Kommen wir gleich zur Sache. Wie schaut es mit der Geschichte des Hauses aus? Die Geschichte, die erste urkundliche Erwähnung war 1152 von den Herren aus Stockstall. Die Herren von Stockstall waren das. Und die haben dann ungefähr 100 Jahre später, so Mitte des 13. Jahrhunderts, den ganzen Hof und den Besitz den Passauern übergeben. Und das Bistum Passau wirtschaftete und residierte da bis 1803. Da war die Säkularisierung, das ist dann verkauft worden. Und das hat sich dann die Österreichische Nationalbank gekauft, das Kaiserhaus. Und 1857 war es wieder mal zum Kaufen. Und mein Urgroßvater, der hat halt schon damals mit Wein und mit Salz gehandelt. Und wenn er das Salz aus dem Salzkammergut herunterbrachte per Schiff, hat er es in Altenwörth unten am kleinen Hafen abgeladen und ist dann mit dem Salz, mit Fuhrwerk, nach Böhmen hinausgefahren. Und so hat er die Geschichte von Oberstockstall mitverfolgen können, weil er ja durch musste, das war der einzige Weg hinaus. Und ja, er hat sich gedacht, da hat er damals seine Schiffe verkauft und hat es probiert, ob er Oberstockstall kaufen kann, und seitdem ist es dann bei uns. Und zwar eine der Hauptaufgaben von Oberstockstall war die Verwaltung des Weines. Alles, was mit Wein zu tun gehabt hat, ist da verwaltet worden, und dieser Wein ist dann in den oberösterreichischen und bayerischen Kirchenraum damals hinausgeschickt worden. Und darum die großen Keller noch immer heutzutage. Und natürlich waren die Weingärten da. Mein Großvater hat dann den Weinbau weitergemacht und mein Vater und wir. Und ja, es gibt ja nur eine kleine kurze Zeitepoche des modernen Weinbaus, wo man wirklich mit Kunstdüngermitteln gearbeitet hat und systemischen Fungiziden und Insektiziden und so weiter und so fort. Gott sei Dank nur ein kurzer Moment. Mein Großvater hat noch ganz natürlich gewirtschaftet und gearbeitet, weil es gab ja nichts anderes als wie Kalk, Schwefel, Kupfer, verschiedene Tees oder Ansätze. Na, und wir sind halt dann wieder zurückgegangen. Wir sind dann 2002 wieder zurückgegangen zur biologischen Bewirtschaftung. Und 2008 haben wir dann gesagt, wir machen jetzt noch einen Schritt weiter und schließen uns dem Demeterbund an, dem internationalen oder österreichischen Demeterbund. Und bei Demeterbund, da hat mir ganz gut gefallen, das ist die einzige Institution weltweit, wo es Kellerwirtschaftsrichtlinien gibt, wo ich an einer Handvoll sagen kann, dem Weinfreund oder dem Weinkonsumenten, was im Keller erlaubt ist. Erlaubt war uns ein Abstecher in den Weinkeller, wo die flüssigen Schätze in Edelstahltanks und Holzfässern gelagert werden. In der hauseigenen Vinothek haben Gäste und Besucher Gelegenheit, die nach Demeter-Kriterien hergestellten Weine zu verkosten. Vom regionstypischen grünen oder roten Veltliner über Chardonnay, Riesling und Traminer bis zum Weiß- und Blauburgunder ist so ziemlich alles vorhanden, was den Kennergaumen erfreut. Am besten aber genießt man den Wein im Restaurant des Gutes.
Das Restaurant hat sich eine Haube erarbeitet und allein wenn man sieht, mit welcher Hingabe und Liebe zum Detail hier gekocht und angerichtet wird, ist die Auszeichnung wohlverdient. Küchenchef Christoph Wagner plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen. Ja, in erster Linie schauen wir natürlich, dass wir regionale Produkte, saisonale Produkte, ist eigentlich unser Hauptaugenmerk, da wir oben einen riesen Garten haben, wo wir sehr viel Gemüse eigentlich von oben kriegen und da sind wir sehr froh. Und alles, was halt ums Gut rum wächst, ich meine, da ist alles dabei, über Kirschen, Weichseln, Marillen, alles wirklich fantastisch. Ich habe sowas davor noch nie gesehen und das motiviert dann halt, dass man da drauf aufbaut und das mitnimmt. Und in den stilvollen und gemütlichen Gaststuben lässt es sich wunderbar genießen. Wer nach einem opulenten Mahl den Heimweg nicht gleich antreten möchte, kann im Gut auch übernachten. Neu im Gut Oberstockstall ist ja nicht nur gut essen, sondern auch gut schlafen, wie man hier sehen kann. Ja, das stimmt. Wir haben letztes Jahr begonnen, alte, große historische Räumlichkeiten umzubauen oder zu renovieren für die Gästezimmer jetzt und haben 5 Stück und haben eine riesengroße Freude damit. Also es macht wirklich Spaß. Ist eine gelungene Kombination. Es gibt ja auch Angebote, zum Beispiel 4- oder 6-gängiges Menü mit Übernachtung, also sozusagen ein All-Inclusive-Paket, auch mit Weinbegleitung. Eine schöne, runde Sache für eure Gäste. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute weiterhin im Haus, ums Haus, im Restaurant. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wohlbekomm's und lassen Sie sich verwöhnen hier im Gut Oberstockstall an der Wagramer Weinstraße. Vielen Dank. Dankeschön. So schließt sich für uns die eine Tür und eine andere geht auf, denn wir berichten heuer noch über ein historisches Schmuckstück österreichischer Baukunst, Schloss Stetteldorf. Das ebenfalls an der Wagramer Weinstraße gelegene Schloss wurde im 16. Jahrhundert erbaut und blickt somit auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Das im Privatbesitz befindliche und behutsam restaurierte Schloss ist beliebtes Ausflugsziel für Besichtigungen und Führungen. Freuen Sie sich auf ein Stück österreichische Geschichte.